So. Erster Schritt ist gemacht. Ha. Müssen bloß an die Fische her. Schön, Power, ey. So Leute, die ersten Fische sind gefangen. Meinst du, mach ich wieder, ja? Ja, okay, dann sehen. Was für ein Ritt, sage ich euch. Hammer, oder? Guten Morgen, meine lieben Angelfreunde, und herzlich willkommen zu der nächsten Osterfolge. Guten Morgen, Leute. Tja, wie ihr seht, sitzen wir hier am BER. Tja, es geht gleich los, unser Flieger startet gleich. Yep. Es ist total leer hier, kaum Leute. Das hat natürlich damit zu tun, dass unser Flieger hier um 6 Uhr früh geht. Wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten. Um 4.30 Uhr sitzen wir jetzt hier. Sicherheitskontrolle erfolgreich hinter uns gebracht. Jetzt warten wir auf die Dinge, die kommen. So sieht's aus. Und das Allerschönste ist, er fliegt zum ersten Mal, Leute. Ey, wirklich Wahnsinn. Genau. Ich bin so gespannt. Zum ersten Mal im Flugzeug. Also, dachte, ein bisschen aufgeregt bin ich, aber muss man ja mal so sagen. Also ich kann dir schon mal sagen, Kotztüten gibt es, ja? Brauchst du dir keine Sorgen machen? Freue ich nicht, denke ich. Meinst du? Na klar. Na gut, okay. Mehr als ein Schluck Fanta und Cola kommt da nicht raus. So, ihr wisst natürlich noch nicht, wo es hingeht, weil in der Überschrift habe ich noch nichts verraten. Eins können wir euch sagen, der Flug dauert 2 Stunden 45. Jetzt werden die Ersten wahrscheinlich schon so ein bisschen grübeln und sagen, naja, okay. Naja, für Dubai ist es zu kurz. Richtig, genau. Also, lasst euch überraschen, wir nehmen euch jetzt mit. Wir haben eine richtig coole Tour vor uns. Und ja, ich bin echt gespannt, Carsten. Ich auch, ich bin noch heiß wie Frittenfett. Leute, merkt ihr das, die Aufregung? Ja, da draußen sind sie, Carsten. Ich sehe schon die Dinger. Ist es eigentlich schlimm, wenn ein Triebwerk brennt? Ich glaube nicht, oder? Mach dir keine Sorgen, das bleibt schon alles. Ja, ich habe gehört, sicherste Reisemittel. Ist richtig. Bin mal gespannt. Leute, wir haben gerade festgestellt, dass wir wirklich ganz woanders saßen. Ja, hätte ich das gewusst, ja, dass wir quasi wieder nach Hause laufen müssen. Einmal durch diesen ganzen Flughafen durch. Hey, wenn wir mit dem Auto zu an ein Parkhaus gefahren. Also ich kann dir sagen, noch 11 Minuten stand dran. Ja, das stimmt. Wir sind schon 3 Minuten gelaufen von unserem Sitzplatz. Wir sind jetzt bei A3 und wir müssen jetzt zu A34. Tja, ein bisschen ist es noch. Mhm. Los, lass uns loslaufen. Da ganz hinten müssen wir lang. Ey, bist du faul, ey. Ich weiß. Das gibt's da gar nicht. Das läuft doch mal so schnell, wie ich hier fahre. Soll ich machen? Ja. Alles klar. Ciao. Ja, gut. Lauf ich auch mit. Ciao, ne? Das. Mit deinen langen Beinen ist unfair. Haben wir eine Wacke, ey. 13 Stunden später. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Die 34. Ja, da oben. Leute, okay. Die 34, sehr gut. Das heißt, hier positionieren wir uns gleich. Ihr seht, es ist wirklich noch kein Mensch hier. Aber es gibt schon Essen. Herrlich. Also ein bisschen Hunger habe ich schon. Ja, also ich habe gut gefrühstückt. Ich nicht. Ja, im Auto hast du schon gegessen. Unsere Maschine. Und das ist sogar schon dicht an. Carsten, ich habe jetzt mal alle Aufnahmen gescheckt, ne? Wir müssen nochmal zurück. Der Ton hat nicht gestimmt. Viel Spaß beim Zurücklaufen. Was hast du denn da Schönes? Wer kennt's nicht? Auf jeden Fall der Fälle. Ein paar, ich sag mal, Reisetabletten. Okay, gut. Kaugummis in dem Fall. Guckt euch mal den Preis an für 20 Kaugummis. Kein Schnäppchen. Nee, auf jeden Fall. Genau. Jetzt ist vielleicht drin in dem Flieger. Und es sind ein paar mehr Leute hier. Oh no, die sind, der Flieger wird voll. Aber egal, erste Reihe. So sieht's aus. Wir warten nur zwei Passagiere und dann geht das los. So sieht's aus.
Willkommen in Spanien, Leute. Es sind nicht die 2 Stunden 45 geworden, sondern 2 Stunden 20. Ja, richtig Gassi. Aber richtig Gassi geben, ne? Und wir haben bestes Wetter. Regen. Perfekt, oder? Ja, mal gucken, wie die Tage jetzt werden hier. Und wir nehmen euch natürlich mit. Leute, wir sind da in unserem Resort. Angekommen. Endlich. Ja, sehr cool hier. So, jetzt gehen wir einfach mal rein. Wir zeigen euch das mal jetzt hier. Also, ein wunderschönes Zimmer. Hier vorne, King-Size-Bett für uns beide. Ach, herrlich. Eine schöne Sitzecke. Man kann es eigentlich nicht besser machen, oder? Ja, ich würde sagen, das reicht für uns richtig, richtig gut aus. Ja. Muss ich sagen. Also für einen Angeltrip, wa? Genau. Also für einen Angeltrip, wenn man richtig mit den blutverschmierten Klamotten hier ankommt, ist es genau das Richtige. Ja, bitte? Wolltest du nicht auf Klo und wollten wir nicht mal den Pool besuchen? Ja. Aber ich muss doch die Leute hier so ein bisschen mitnehmen. In die ganze Geschichte hier. Nein, machen wir jetzt, ja? Mhm. Okay. Natürlich. Also das ist schon richtig stylisch hier, Leute. Schaut mal hier. Richtig, richtig nobel. Toilette darf nicht fehlen. Ohne Toilette wäre es natürlich ein bisschen katastrophal. Und wir haben eine richtig schöne Dusche hier. Ja, also nach einem langen, harten Angeltag können wir uns hier wirklich wieder aufbereiten. Für den nächsten harten Angeltag, denn es liegen 2 harte Angeltage jetzt vor uns. Das einzige Problem an der Geschichte wird wahrscheinlich das Wetter sein. Morgen ist Regen angesagt, allerdings ist der Wind ganz okay. Und am zweiten Tag ist es genau andersrum. Da ist das Wetter schön, viel, viel Sonne, aber der Wind total doof. Also wir müssen einfach mal gucken, was wir jetzt hier so machen können. Deswegen treffen wir uns nämlich heute Abend mit dem Skipper, mit der ganzen Crew und dann besprechen wir mal das Ganze. Ja. Eine Stunde später. Ich muss immer noch pullern. So Leute, jetzt sind wir schon mal am Hafen von Caladoa. Da geht es nämlich morgen los und ihr werdet es nicht glauben. Hier ist schon alles voller Fisch. Ist schon beeindruckend hier, oder? Ja, wenn man hier angeln dürfte, das wäre so leicht ein Stück Brot dran. Hier war gerade eine Frau, die ein bisschen gefüttert hat. Die sind ja wie die Piranhas auf dem Brot drauf. Würde einfach nur rinhalten, zack raus, schön mehr als ein Stück. Wäre noch mehr ein Ding. Könntest du mich einfach hier lassen. So Freunde, eine Stärkung muss natürlich sein. Das sind mal Burger, oder? Ja, richtig ordentliche Ganaschen hier. Lass es dir schmecken. Chris, Geo, guten Appetit. Leute, es ist soweit. Herzlich willkommen zum ersten richtigen Angeltag. So Carsten, es geht los. Den ganzen Tag gestern schon Vorfreude, schon bitte Quatsche über die großen Fische. Ja, viele, viele große Fische. Ja, ja, also uns werden quasi Mai Mais hier versprochen. Und ich glaube auch, wenn ich das Wetter hier mal so betrachte, das kann heute wirklich ganz gut funktionieren. Gestern sah es noch nach Weltuntergang aus, aber heute... Die ganze Nacht, oder? Ja, die ganze Nacht, ja genau. Aber heute sieht es schon deutlich besser aus. So, und ich sehe schon den Hafen da vorne. Da liegt nämlich quasi unser Boot, unser kleines Boot. Genau, das ganz kleine. Dürfen wir eigentlich da lang? Ja. Na gut. Wieso kein Auto? Okay, da vorne müssen wir hin. Da ist der Hafen. Und da liegt das Boot. Gestern noch im Hafen gewesen bei ganz klarer Sicht. Ne? Und heute haben wir eine richtig braune Suppe hier. Ist ja Wahnsinn, wa? Oder Carsten? Ja, die Regenfälle die Nacht haben es hier gerichtet. Aber es wurde uns schon gesagt, es regnet eh mal, alles braun, die ganzen Häfen, der Uferbereich. Und einen Tag später, als ob nie was gewesen ist. Oh, erster Schritt ist gemacht. Ha, muss bloß an die Fische her. Willkommen an Bord. Vielen Dank. Gerne wir doch. Freuen uns sehr, wirklich. Ja, du, mich auch. So, wir sind doch nicht alleine heute, glaube ich, oder? Das sind wir nicht. Diego kommt noch dazu. Ja. Das ist unser Kapitän, beziehungsweise der das Boot führt. Und dazu haben wir seid ihr zu zweit heute. Genau, genau. Richtig. Und mein kleiner Bruder wird als Deckhand mitkommen, dass wir schön Mais landen können. Von daher... Wir haben schon gehört. Ja, ey, schöne Fänge dieses Jahr. Vor allem, wir haben schon echt relativ früh Fische von 3 bis 5 Kilo gehabt. Wahnsinn. Und die machen dann hier an dem leichten Gerät hier gerade. Ja. Da dran machen die echt Spaß. Ja, das glaube ich. Wir haben ja schon Videos gesehen, Fotos gesehen, also... Seid ihr heiß? Natürlich. Geil. Heiß. Beste Leute. Voraussetzung. Mega. Sehr schön. Genau, unsere beiden schönen Reiserouten hier, die neuen Troy, 150 Gramm, die haben wir hier aufgewickt. 2,40 Meter, 150 Gramm Wurfgewicht und man hat uns gesagt, das ist genau das Richtige für hier. Genau, für die 300 Kilo Fische. Genau so sieht's aus. Nicht.
So, ich steuere mal den Kahn hier, wa? Würde ich mal sagen. Dauert nicht mehr lange, sind wir gleich draußen, Freunde. Und dann werden hoffentlich dicke Fische gefangen. Hundertprozentig. Ja. Aber die haben jetzt teilweise schon wieder 3-4 Kilo. Perfekte Verschiebung. Oh, lecker. Ah, das ist sogar ein Poisi. Den nehmen wir mit. Das ist Sashimi. Wunderschöne Fische. Mega, der erste heute. Und vor allen Dingen in der kleinen Größe haben sie noch weißes Fleisch. Das heißt, sehr, sehr schön für Sashimi und kein Mindestmaß. Also guten Appetit an uns. Sehr geil. So, Carsten und wir jetzt. Action hier, Leute. Carsten, geil, der erste jetzt hier. Jawohl. Mega. Komm mal gar nicht zu Köder rausbringen hier. Verwitzern. Oh, da, Mai hinterher. Nein. Haben wir hier, ist da noch dran? Ja, da kannst du gleich runtergehen. Ein kleiner Bluefin. Den releasen wir natürlich. Geil. Zack. Und? Zurück in sein Element. Die müssen schnell zurück. Dürfen wir nicht mehr an Bord nehmen. Von daher. Geil. Also. Aber schöner Fische. Schöner Fisch. Danke. Sauber. Das kann ich auch mal. Ja, geh einmal auf die andere Seite, gehen wir es einmal tauschen. So, ja, das passt. Genau, das schmeckt. Ein Bluefin. Jawohl. Das ist aber kein. Ja, das ist ja Jimmy. Ich fang was für die Küche. Das ist für die Küche. Ja. Wieder das Makrelenmuster, herrliche Fische. Und immer Punkte auf dem Bauch, ganz einfach zu erkennen. Schön, schön. So Leute, die ersten Fische sind gefangen. Da ist der Carsten, als er der nächste jetzt beißt. An unserer Route, ne? Da bist du dran. Die nächste Stunde. So Leute, Doppeldreh. Ja, juhu! Da ist der erste. Hallo, was du machst. Ja. Sauber. Krass, kein Job hier. Da ist er. Genau. Danke für die Übernehmen. Oh. Nee, ich glaub hier. Ja. Go, Carsten. Ja, wir hängen alle mit drin. So, die hier ist. Warte. Ja, so. Warte. Okay. Kleiner Blufe, da auf die Zeck. Jawohl. Ach, geil. Da ist er. Ich hab doch gesagt, die Picken mögen sie. Zack. So, Haken weg. Ja. Fisch auch weg. Sweet. Super. Wo bist du, Jens? Ja. Sauber! So, überall wird gedrillt hier. Genau sieht's aus. So, hier nebenan. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, wieder. Ja, Leute, lass uns angeln. Ja. Kleiner Zucker. Mega. Na Gott, zwei Kumpels gewesen unterwegs. Freunde, da kommt er. Tschüss, Mies, sauber. Perfekt. Macht auf alle Fälle Ricky Bock. Wenn alle was zu tun haben, am besten.
Jawohl. Meinst du, mach ich wieder, ja? Ja, den hab ich schon gesehen. Der kam mir sofort aus dem Wasser, der Kollege. Was ist denn da so ein Fisch hier? Oh, alles klar. Ey, brauchst du diese Fische auf Fische? Ja, mach mal. Spiel mal aus. Wie immer, Hader. So, da ist er. Da kommt er an, der Kollege. Noch ein bisschen. Das ist ja ein Süßer. Schöner. Hui. Sind doch da. Wirklich länger. Schön in der Sonne hier. Bisschen Welle, aber sonst. Weiter. Bisschen ist gut. Ach, also. Wir machen mal ein bisschen Show für die Gäste, aber eigentlich ist das normal hier. So, der nächste. Jetzt geht's wieder Schlag auf Schlag hier. Ich hör nicht auf mit die Fische. Doppelgrill! Doppelgrill! Ja, ist der nächste! Leute, Alter! Ab! Oh, der erste ist ab. Los, Chris! Hier vorne ist er schon? Oh, ja. Sieht gut aus? Ja? Ey, ich war ja schon krank hier vorne. Was war deiner gewesen, oder was? Meiner ist ja. Hier war noch einer dran. Ja, ja, was ist deiner gewesen gerade eben? Hier vorne kommt er. Schön, schön. Oh ja, schön. Einmal die Route rüber. Wie ein Alter, geil! Ah. Jetzt haben wir einen Zug. Ja, aber ich. So, jetzt geht's mal. Perfekt. Jetzt? Perfekt. Ja. 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 Fische, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Wirklich jede 10 Minuten geht hier eine Rute krumm. Krass. So Leute, was für ein Ritt, sage ich euch. Oh, Hammer, genau, oder? Ja, wir hatten 1,10 Meter Welle bei der Ausfahrt, 1,20 Meter, 1,30 Meter. Also 5. Ja. Ja, dann hätte sie übers Boot gespült, das hätten wir gemerkt. Also unfassbar, wirklich. Geiles ja. Angeln. 70 Fische waren es gewesen? Ja. 69? 69. 69, stimmt. 69. Ja, Entschuldigung. Was haben wir denn hier alles dran gehabt beim Haken? Wir hatten kleine Blauflossentune, natürlich außenbords abgehakt, klar. Ja. Kleine Volz Albacore oder Little Tani im Englischen, bis 3,5 Kilo.
Dann hatten wir Goldmakrelen, das ist das letzte und größte natürlich, davon haben wir, ich weiß nicht, heute... Das waren die meisten. Die meisten also mit von den 69 Fischen waren, glaube ich, 60 Goldmakrelen, oder? Das kann gut angehen, ja. Ja, ja, so um den Dreh wird das und genau. Immer mal wieder, keine Pause eigentlich. Genau, alle 10 Minuten einfach lief eine Route ab. Also keine 10 Minuten Sashimi am Stück machen. Also. Das stimmt aber nicht, was so hart beschäftigt euch heute. Also ihr merkt schon, ne, die Jungs sind noch schwer begeistert hier. Ja. Also wirklich ein fantastischer Angeltag und das Geile ist, wir haben morgen noch einen. Wunderschön. Und ich muss euch sagen, ja, die Welle geht runter. Sehr das gut. Das heißt, genau, ihr habt morgen noch ein bisschen Sonnenschein. Ja, ja. Genießt sehr das. Gut. Leute, also wenn ihr mal so einen geilen Trip erleben möchtet, ja, dann bucht auf alle Fälle eine Tour bei Mar Balear Fishing. Ne? Wo findet man euch? Man findet uns hier im schönen Mallorca in Calador. Jawohl. Ehrlich, unsere Boote sind nicht zu übersehen, hängen meistens 20 Routen drauf, von daher. Sieht aus wie ein Igel, also genau. Dahin. Bloß bei Gewitter sollte man es weiter suchen. Das stimmt wohl. Leute, also wir melden uns morgen, ne? Es war eine coole Tour. Vielen, vielen Dank. Gerne doch. Mega. Für euch immer wieder. Schöne Truppe, muss ich sagen. Und wir sehen uns morgen, Leute. Ciao, ciao.